Hey und herzlich willkommen zurück zum Fitness-Simulator des Jahrhunderts. Nein, natürlich zur Sims 4 Full House Challenge. Und sie ist schon an ihren Grenzen, ne? Aber gut, wir wollen ja, dass sie wieder ein bisschen abspeckt. Deshalb muss sie jetzt auch noch weiter an ihre Grenzen gehen. So. Ich freue mich schon, wenn die nächste Challenge quasi ansteht und wir das Bad erstmal ausweiten können. Dann würde ich nämlich anfangen, hier zum Beispiel einen Raum draus zu machen. Oder vielleicht woanders. Vielleicht hier so. Oder hier hinten dann noch für die beiden so ein Schlafzimmer, ein Bad. Dann könnte man hier noch ein Bad, dass die beiden dahin können. Dann haben wir das Schlafzimmer der Mutter oder so noch hier oben. Und dann könnte man hier auch noch ein Bad hinbauen, vielleicht. Auf jeden Fall, dass es dann mehrere Bäder für die Adoptivkinder gibt, wenn wir jetzt den Plan aus der Fuller House Challenge dann verfolgen. Weil wir dann diese Badregeln ein bisschen ändern müssen. Oder ich will die ändern, sagen wir es mal so. Die war ja nur für die Full House Challenge. War Fuller House mit 7 Kindern ist auch nicht schlecht, ne? Ah. So, und du gehst jetzt erstmal nach oben. Besorgst mir einen neuen Durstlöscher. Schön wär's. Und gehst dann nochmal duschen. Und wir verkaufen noch mal schnell die Früchte. Claudia ist auch mal zu Hause. Und wir müssen gleich noch mal gucken. Er arbeitet noch fleißig, ne? Oder was heißt gleich? Ich werde mir immer noch mal was hier fürs Wohnzimmer einfallen lassen müssen möchten. Das wäre nämlich mal keine schlechte Idee, das Wohnzimmer hier noch mal ein bisschen anzupassen. Aber mir fehlt irgendwie immer noch so ein bisschen Idee. Vor allem, was man hier so mit den Ecken macht, ne? Weil wir haben jetzt ja auch so ein süßes Aquarium hier mit Fischis. Muss man die eigentlich füttern? Nö. Das sind vollautomatische Fische, die muss man nicht füttern. Es ist alles voll easy. Denn jetzt Kopfschmerzen. Na, super. Das Gehirn von Claire fühlt sich etwa 3,5 Größen zu groß an für den Kopf. Ja, dann kannst du dich ja mal krank melden, ne? Krank melden. War eigentlich nicht der Plan, aber gut. So. Tag verschönern. Es tut mir leid, das zu hören. Gute Besserung. Ja, da kann sich Claire ja nur bedanken, ne? Ich habe mir auch mal überlegt, so eine Tiny Challenge oder so zu machen. Jetzt nicht wegen dem Tiny, den ich kenne, sondern, also es gibt ja diese Tiny-Häuser, wo alles so richtig kompakt ist, ne? Dass man da vielleicht mal ausprobiert, so eine Familie auf mega engstem Raum unterzubringen. Das wäre auch mal eine Idee. So, Unfug. Ja, das hat sich schon mal erledigt. Beschreibe Victor doch mal die Apokalypse. Das interessiert ihn bestimmt. Absurdes Gerücht verbreiten. Und dann fängst du hier mal gleich weiter an. Auf jeden Fall nicht mit Romantik. Apokalypse beschreiben. Alte, schlechte Neuigkeiten. Ach, wir müssen gemeine Sachen, ne? Scheiße. Gemein. Streiten. Über Politik streiten.
Über Musik streiten. Laufen hier noch irgendwelche Leute rum, mit denen wir uns einfach streiten können? Das wäre nämlich, glaube ich, angenehmer. Okay, hör mal auf. Nehmen wir mal ihn hier. Grob vorstellen. Diesen Lauch da, den machen wir jetzt fertig. Oh halt, der hier sieht geiler aus, oder? So fertig machen. Das ist Mike Brandenburg. Okay. Kommt der jetzt wieder? Ja, er kommt wieder. Auch nicht. Fangen wir doch mal an. Gemein. Beleidigen. Gemein bedrohen. Gemein abblitzen lassen. Das sah gut aus. So. Streiten. Einschüchtern. Abblitzen lassen. Er ist wütend, das ist schon mal gut. Gibt es denn noch so Güte ablegen? Verspotten. Schubsen. Über Outfit spotten. Um Handmassage bitten, ja. Beleidigen. Und dann haben wir es vielleicht erledigt. Sie sieht ja voll geil aus. Honken? Sieht so gut aus. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So. Dann kannst du mal essen. Haben wir denn noch was in den Kühlschrank? Wir haben noch Pasta Primavera. Dann nehmen wir uns doch mal ein Gericht. Wie sieht's bei Claire eigentlich aus? Schelm kochen. Wütend. Gut gegen Böse. Streitverlierer. Wie kann sie nur den Streit verlieren? Leidgetränkt. Küchendirektorin, das klingt doch schon mal gut. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde das immer geil. Wir machen den übel fertig und dann bedankt er sich, dass wir uns Zeit für ihn genommen haben. Das ist ganz normal heutzutage. Das mache ich auf dem Schulhof dann auch so. Ne? Eine ganze Gruppe, die da jemanden fertig macht und dann sagt der Schüler so, ja, danke, dass ihr euch Zeit dafür genommen habt. Ne? Dann lasst uns jetzt mal zurück in den Unterricht gehen. Ja, so wird's ablaufen, da bin ich mir sicher. Dann machst du ein ärgerliches Häuflein. Mal gucken, ob das irgendwie anders aussieht. Also das Häuflein können wir jetzt ja, glaube ich, nicht begutachten. Aber ob sie dabei einen roten Kopf kriegt oder so? Ja, toll. Das ärgerliche Häuflein war einfach nur, ich habe da hereingepinkelt. So, was muss sie denn noch leveln? Ja. Dann fangen wir doch mal an, mit ihr zu kochen. Ein Gourmet-Menü. Nein, wir nehmen mal ein normales Essen. Kochen.
Bin immer ein bisschen überfordert. Specksalat-Tomaten-Sandwich. Partygröße. Damit das Kochen gelevelt wird. Oder auch nicht. Doch, wird es. Ich bin so toll, wie sie diesen Kühlschrank hier mit ihrem Arm mitbedient. Was vollkommen normal wäre. Wie bedrohlich er hinter ihr stand. Kriegst du es hin, das weiter zu bearbeiten? Oder sagst du jetzt, oh nein, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll? Ja, sagt sie. Ach nee, das ist schon Specksalat-Tomaten-Sandwich. Sag mal, gibt's dazu Pommes oder was ist das? Das sah doch mal anders aus, oder? Jetzt mal ohne Flachs. Das waren doch normale Sandwiches, oder? Ohne Pommes vor allem. Aber okay, ich hinterfrage das nicht weiter. Wir können jetzt noch ein paar Sachen ernten. Level 8 Gartenfähigkeit. Perfekt. Also über die Fähigkeit mache ich mir ehrlich gesagt am wenigsten Sorgen, dass wir die auf Level 10 bekommen. Da gibt es schon mehr andere Dinge, die mir Sorgen bereiten. Wir haben hier auch noch so einen richtig ungenutzten Bereich, ne? Aber was soll man da auch hinstellen? Könnte halt so die Raucherecke sein. Weil man in der Wohnung nicht rauchen darf. Sie fühlt sich irgendwie nicht so gut, ne? Kann das sein? Gut, am besten gehst du jetzt einfach nochmal ins Bett. Schlafen. Das ist ein guter Plan. Ich finde, Schlafen ist auch immer toll. Ich liebe es ja zu schlafen, ne? Also zu ausschlafen, das ist immer richtig geil. Und vor allem träumt man immer so geile Sachen. Also ich träume immer ziemlich coole Sachen meistens. Also öfters denke ich mir danach im Aufwachen auch mal, was zur Hölle. Aber eigentlich war der Traum an sich dann ja meistens cool. Lilly ist zur Arbeit. Das ist schön für Lilly. So. Wir haben gleich unseren Chaoten wieder. Der gleich erstmal seine Wäsche machen kann. So. Zu Wäschekorb bringen. Digga. Es ist so eklig, ne? Nur weil er dieses Merkmal Chaot hat oder wie das da heißt. Oder chaotisch. Du könntest auch einfach direkt deine Klamotten in den Wäschekorb bringen. Oder packen oder was auch immer. Anstatt sie in deinem Zimmer zu verteilen. Okay. Gut. Dann fangen wir doch mal an, hier Wäsche mit ihm zu machen, wenn wir schon mal dabei sind. In die Waschmaschine stecken. So, dann darfst du den Flusenreiniger filtern und die Wäsche trocknen. Schön. Und hier darfst du die Wäsche erstmal waschen. Gehört in einem guten Haushalt mit dazu. Dann darfst du das auch in die Waschmaschine stecken. Du Schumpen, Digga. Du bist so ein Trottel, ne? Löschen. Hallo.
Gleich kippt er um und ist tot. Nein, zum Glück nicht. Meine Fresse, ey. Okay. In die Waschmaschine stecken. Einmal mit Profis, ey. Wäsche waschen. Wäsche weglegen. Alter. Einmal mit Profis, ne? Okay, dann darfst du mal ausräumen und Wäsche ablegen. Oder weglegen. Und das darfst du zum Trockner hinzufügen. Warum stinkt das? Ne, er stinkt, ich wollte schon sagen. Flusenfilter reinigen und Wäsche trocknen. Wie sieht's hier aus? Die wäscht noch. Also darfst du auch mal den Flusenfilter reinigen. So. Dann darfst du das jetzt mal schnell säubern und auf die Toilette gehen. Dieser Stress mit der Wäsche hier immer, ne? Aber ich finde es ja cool, dass man mit mehr Packs auch mehr Sachen bekommt und so. Das ist schon nice. Ja, geh jetzt doch mal auf die Toilette. Hallo. Meine Fresse, ey. Dann darfst du eine erfrischende Dusche nehmen, weil so ein bisschen energiegeladen schadet dir nicht. Und allgemein sauber werden schadet dir auch nicht. Dann darfst du das mal in die Waschmaschine stecken. Nein, ich möchte jetzt nicht zu Diego kommen. Wir müssen jetzt hier erstmal Wäsche machen. Was ja hier schon seit 30 Jahren nicht richtig funktioniert. Was ist hier los? Reparieren. Ersetzen. Ausräumen und Wäsche absetzen. Hallo, nein, jetzt ess kein Stück Kuchen. Meine Fresse, ey. Einmal mit Profis. Wäsche waschen. Was macht er denn jetzt? Oh. Zu Trockner hinzufügen. Was hat er? Oh, er muss zur Arbeit. Oh nein. Ist jetzt im Trockner wieder? Ja, ne? Da haben wir wohl vergessen, ihn in den Urlaub zu schicken. Aber was soll's. So. Ich komme mit meinen ganzen Let's Play-Aufnahmen im Moment nicht hinterher, wie man schon gemerkt hat wahrscheinlich. Ich müsste jetzt noch Witcher aufnehmen und Kingdom Hearts. Path of Exile. Und den Rest streame ich ja. Wofür ich jetzt aber auch noch Dings bräuchte. Thumbnails. Damien schlägt sich gerade sehr gut bei einem lokalen Turnier, dass ihn das Maskottchen eines anderen Spielers nicht mehr von der Seite weicht. Das grüne Fell lenkt schon genug ab, doch als das Maskottchen beginnt, in der Menge lärmenden Jubel anzustimmen, muss Damien eine schwere Entscheidung treffen. Soll er die Aufmerksamkeit akzeptieren oder der Fellkugel eine Lehre erteilen? Er akzeptiert mal die Aufmerksamkeit. Leistungsverschlechterung. Na toll. Egal, wir hören da nicht weiterhin. So, dafür arbeiten die Leute jetzt hier fleißig, die zur Arbeit sind. Victor ignoriert, dass er schon seit gefühlt 7 Stunden auf der Arbeit sein muss oder so. Weil das interessiert ihn ja alles nicht. Arbeit ist halt einfach überbewertet. Wo ist Victor eigentlich? In der Sauna. Kumpel. Die ist ziemlich dreckig, die Sauna. Er sitzt in der dreckigen Sauna und gönnt sich, ja. Kann man mal machen, ne? Gut. Aber wir werden jetzt hier aufhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben.
Und damit dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.